Es ist angerichtet und der Sir bittet zu Tisch. Oliver Mali präsentiert gemeinsam mit den Grazer Spielstätten sein Programm für die dritten Grazer Blues-Tage. Die Mur soll zum Mississippi werden, wenn sich von 1. bis 3. Februar 2018 international bekannte Bluesgrößen die Bühne des Orpheums streitig machen werden. Es ist dem umtriebigen Bluesadeligen gelungen, für das kommende Jahr einen kunterbunten Streifzug zu organisieren. Vom Vater der Hamburger Blues-Szene, Abi Wallenstein, über Raphael Wresnik mit der ehemaligen Rellette Giselle Jackson, dem Texas-Blues-Rocker Ulrich Ellison bis hin zum Sir Oliver Mully himself. Kunterbunt ist der Streifzug durch die Blueswelt. Du hast so viele Farbtupfer auf dem Festival, weil Blues ist einfach die bietet so eine Farbpalette an und das ist sehr klischeebehaftet, dass viele sagen, mein Gott, das ist immer dasselbe. Ist das eben nicht. Also wenn man sich das anschaut, was Blues anzubieten hat, das ist so kunterbunt und das ist für mich, dass jeder Farbtupfer abgedeckt wird. Kann natürlich sein, wenn jemand einen Festivalspass hat, dass ihm der eine oder andere nicht so gefällt. Dafür entdeckt er was Neues, was er nicht kannte und das haut ihn vielleicht aus die Schuhe. Weil mir gefällt auch nicht auf jedem Festival alles, aber wenn ich dafür was Neues entdecken darf, das mir richtig bockt, bin ich dankbar dafür. Ja, und dankbar können auch jene sein, die heuer zu Karten kommen. Es ist geplant, die Blues-Tage, so wie im Vorjahr, im kleinen Rahmen zu inszenieren, der Atmosphäre wegen. Also schon das letzte Mal sind sie vor den Türen gescharrt und haben geharrt darauf, dass wir den großen Saal aufmachen, weil wir sold out waren. Damit muss man auch leben. Ich glaube, es ist gut, auch den Raum knapper zu halten, weil wissen Sie, die Atmosphäre im Orpheum Extra ist einfach derart schön, im kleinen Rahmen mit 250, 300 Leuten, die dann ganz eng beieinander sind. Das ist dann wirklich auch gelebte Authentizität. Also wer den Blues so richtig spüren möchte, es wird Zeit, sich Karten zu sichern. Noch dazu, wo es diese bis zum 24.12. zu sensationell günstigen Preisen gibt. Es gibt dieses Early-Bird-Ticket und das finde ich ganz lustig, weil ich habe schon gesagt, wenn den Leuten die Ideen ausgehen und sie nicht mehr wissen, in welcher Farbe den nächsten Frotee-Pyjama sie kaufen sollen, keiner mehr braucht, sollen sie Kultur schenken und das ist irgendwie eine Möglichkeit, das zu tun. Und das finde ich, dass das ein ganz charmanter Zug ist und vom Orpheum sehr, sehr taktisch gut gemacht und das würde ich auch zugreifen.